Er ist über 2 Jahre lang Gemeindepräsident in Sebel und hat sicher schon einige turbulente Zeiten in dieser Phase schon gehabt, aber auch ganz sicher schöne Momente. Und was es alles war und wer er überhaupt ist, das erzählt er zu uns selber heute hier. Bei uns im Sonntagsgipfel, der Edi Neuhaus. Schön bist du da. Herzlich willkommen hier im Hause von Lühr. Guten Morgen, Reto. Schön bist du da. Ja, guten Morgen, Gipfeli. Frisch gemacht von der Michelle. Super. Haus intern, also gleich wacker gezogen. Okay, besten Dank. Ja, bedien dich. Sie sind noch richtig warm. Ja, Edi, apropos Sonntagsgipfel. Hast du ein Sonntagsmorgenritual? Was machst du so, wenn du einen freien Sonntag hast? Ja. Wenn man es überhaupt hat als Gemeindepräsident? Doch, das hat man schon. Also was ich am Sonntagmorgen ist so der Morgen, wo ich ein bisschen kann ausschlafen und wenn ich nicht ausschlafen will, dann gehe ich vielleicht eine Stunde joggen. Aber was am Sonntagmorgen vermutlich der wichtigste Akt ist, einmal mit der ganzen Familie zum Morgen essen. Dann sitzen wir alle rund um den Tisch und essen zum Morgen. Genau. Und dann gibt es auch ein Gipfeli. Ja, meistens schon, ja. Genau. Ja, das Jahr hat erst gerade angefangen, ist gerade einen Monat her. Wie war dein Start? Ja, wir haben einige Projekte am Laufen und also der Monat ist wieder durchgegangen. Also ist unglaublich, die Zeit läuft, aber es ist spannend und Zeit geht problemlos um mich. Also, ja. Und was bewegt jetzt gerade so aktuell? Was für den aktuell? Projekt, ja, was wir haben jetzt gerade eine Preisjury für die Drei Könige, für das Areal Drei Könige oder für das Projekt, das dann auf dem Drei Könige allenfalls dann realisiert wird, haben wir zusammengestellt. Dann verschiedene Geschäfte, also wir sind auch in der Strukturierung der Gemeinde. Also im Personalwesen sind wir momentan an der Aufstockung dran. Denn auch, wir haben ja im Herbst unser Pflege- und Betreuungsheim neu bezogen. Auch da gibt es jetzt noch weiterhin Feinjustierungen, die Zeitaufwand brauchen. Auch im Neubau, also der Neubau vom Pflege- und Betreuungszentrum, hat noch seine Themen, die wir jetzt erledigt werden. Ja. Ja, genau. Du hast bereits angesprochen, dass der Drei Könige Areal erweitert. Das war ein Meilenstein, ein historischer Entscheid. Da haben wir auch darüber berichtet, letztes Jahr im Herbst. Mhm. Ein paar Monate sind vergangen, du hast angetönt, es gibt eine Preisausschreibung. Was ist seitdem gelaufen, seit der Abstimmung? Wie ist das angenommen worden? Ja, also es ist weiterhin sehr ruhig geblieben. Man hat gemerkt, man will jetzt hier vorwärts machen. Man will auf dem Areal jetzt eine Lösung finden, eine zukunftsträchtige Lösung. Wie gesagt, man hat inzwischen den Wettbewerb oder ist in der Vorbereitung des Wettbewerbs. Man hat die Jury, Fachjury, Sachjury und die Experten bestimmt. Die werden dann diese Woche noch veröffentlicht. Und ja, jetzt geht es in diesem Jahr darum, den Wettbewerb vorzubereiten und dann bis Ende Jahr einen Entscheid fällen, was man dort drauf denn was ist entwickelt. Ja, genau. Und wenn die Tür kommt am Schluss? Oder? Ja, das wird auch ein Teil von dem Jahr sein. Ja. Das detailliert ausführen, was das uns wirklich dann kostet. Ja. Und wie es finanziert wird. Ja. Genau. Ist so dein Highlight gewesen? Die Abstimmung. Du hast ja viel gemacht im Vorfeld. Du hast sehr viel bewegt. Genau. Du hast sehr viel auch für das eingesetzt. Ich denke schon, letztes Jahr, also politischer Hinsicht, ist das sicher die wichtigste Abstimmung gewesen. Und es hat auch gezeigt, ja, da haben wir viel Herzblut jetzt über ein Jahr investiert. Und es hat gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg unterwegs sind. Aber jetzt dürfen wir nicht nachschauen. Wir haben auch jetzt, ich treffe mich mit unseren Bauherrenvertretern immer noch alle 2 Wochen am Morgen in der Früh gibt es auch Gipfel bei ihnen. Ich bin vorbei, dann gibt es einen Gipfel und einen Kaffee. Und dann tun wir weiter besprechen, welche Ansprechgruppen, welche Stakeholders und so weiter wie bearbeitet oder bedient werden müssen mit entsprechenden Informationen auch, oder auch abgeholt werden müssen. Genau. Jetzt gehen wir noch einen Schritt zurück. 2 Jahre, vielleicht die ganze Distanz bisher. Wie beurteilst du das? Bist du zufrieden? Ja, also es war der richtige Schritt. Ich habe ja vorher beim Kanton gearbeitet, auch in einer sehr interessanten Position. Und dann ist man sich am Überlegen, ich habe dort 8 Jahre gearbeitet, ob man noch einen weiteren Schritt machen will. Also ich war in der Verwaltung tätig. Und wo ich die Möglichkeit hatte, das politische Amt zu übernehmen, muss ich sagen, es passt zu mir. Und ich glaube, es war der richtige Schritt, das zu wählen. Und ich bin auch sehr zufrieden. Also, ich habe keine Langeweile und das ist, glaube ich, das Wichtigste in meinem Job. Ja, das gibt mir gerade eine Vorlage. Etwas haben wir notiert im Fall, aus einem Interview, das du mal gegeben hast. Ja. Und es hat mich schon erstaunt. Es ist genau das, was ich gesucht habe. Ich wollte eine Tätigkeit, in der es keinen Unterschied mehr gibt zwischen meiner Arbeit und meiner Freizeit. Genau. Hast du kein Hobby, Edi?
Wenig. Momentan keine. Nein, andere wetten gerne mehr Freizeit. Und von dir ist das alles eigentlich. Das war eigentlich das Leben lang das Ziel von mir, eine Aufgabe haben, wo du nur merkst, ob du es schaffst oder frei hast. Weil es dir Spass macht. Ja, dann hast du das Ziel erreicht im Leben, finde ich. Ja. Also, absolut. Ja. Also ich will nicht trennen müssen zwischen der Arbeit und das, was ich in der Freizeit mache. Und gleich, also die Familie, Freunde und so weiter, das ist auch wichtig, aber das kann auch ein Teil von dieser Tätigkeit sein oder in die Tätigkeit integriert werden. Mhm. Wie ist denn dein Alltag? Der fährt am Montag an, hört am Freitag auf, wahrscheinlich nicht, oder? Geht am Abend weiter? Sehr unterschiedlich, oder ist das immer etwas ähnlich? Ja, eben, ich habe keinen Alltag. Ich habe keinen Alltag. Ich lebe mein Leben und ich versuche, meine Aufgabe, die ich hier übernommen habe, bestmöglich zu erledigen. Ich gehe gerne an alles, wenn am Wochenende, was war der letzte Anlass, der Lottomatch von unserer Musikgesellschaft. Ja. Da gehe ich gerne. Das macht mir Spass. Und dann freut es mich, wenn ich zum Beispiel meine Tochter animieren kann, dass sie mitkommt. Also wir sind beide wie wilde Mattdecken den ganzen Abend lang, da die Zahlen. Und dann habe ich verschiedene Sachen gemacht. Ich war mit meiner Tochter unterwegs gewesen. Ich habe einen Verein unterstützt, der für die Gemeinde da ist oder für die Gemeinde eine wichtige Aufgabe hat. Und ich habe auch meine Aufgabe als Gemeinde oder als Gemeindepräsident wahrgenommen. Okay. Alles so schön geht parallel, oder? Ja, genau. Ja, das spürt man auch, das strahlst du auch aus. Du hast ja sehr viel Kredit von der Bevölkerung gehabt, von Anfang an. Mhm. Man hat ja sehr viel Vorschusslorbeeren gegeben. Wie gehst du mit dem um? Ja, ich versuche mein Bestes. Und ich weiß, ich werde nicht immer alle können zufriedenstellen und glücklich machen. Das ist gerne nicht möglich. Aber wir versuchen eine faire, geradlinige Politik zu machen. Ich versuche auch zu erklären, warum ein Entscheid in die oder die andere Richtung gefallen ist. Den Leuten das zu erklären. Und ich weiß auch, es wird dann auch mal Zeiten geben, wo auch ich angeschossen werden wird. Und dann kann ich mich reflektieren und versuchen, mich entsprechend den Anschuldigungen dann zu verhalten oder auf die einzugehen oder wie auch immer. Aber einfach ist es ja nicht, ohne dass es weiss. Oder? Ich meine, du bist wirklich Vorsteher von dieser Gemeinde, du bist Präsident, du kommst sicher E-Mails über von irgendwelchen Leuten, die dies und jenes wollen, das Nein sagen können, dass man sagt, es geht leider nicht. Das ist doch allgegenwärtig, oder nicht? Das ist so, aber wenn jetzt zum Beispiel gerade eine Mail reinkommt und in diesen Mails steht dann vielfach, wie sie vermutlich wissen, also quasi wenn ein Fall ist, ein Sozialfall und so weiter, das kommt nicht alles zum Gemeindepräsidenten. Es gibt so viele Themen, wo nicht bis zum Gemeindepräsidenten kommen. Aber was ich wirklich versuche, wenn ich eine Mail bekomme, versuche ich auf die entsprechende Stelle in unserer Verwaltung, wo es betrifft, zuzukommen und einfach mal nachzufragen, was ist die Thematik. Oder? Und dann gibt es Thematiken, wo man merkt, das ist klar erledigt. Und es gibt Thematiken, wo man dann vielleicht den Bittsteller muss erklären, warum es so nicht geht, wie sie es wünschen. Oder vielleicht kann man sogar auch sagen, ja, vielleicht findet man da eine andere Lösung, wo dann schlussendlich alle zufrieden sind. Aber da muss man, ein offenes Ohr haben. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste von einem Gemeindepräsidenten. Er muss ein offenes Ohr haben für Thematiken für die Bevölkerung. Und auch nicht nur die grosse Thematik, vielleicht auch mal eine Thematik, die jemand persönlich betrifft. Auch da muss man vielleicht Zeit finden, um dem nachzugehen. Und dann, das braucht Zeit. Bist du gerne bei den Leuten? Bist du Das ist etwas wichtig. Ich glaube, es wäre schwierig, Gemeindepräsident zu sein, wenn man nicht gerne unter die Leute geht. Das denke ich, das wäre schwierig. Ich will mal kurz auf die Gemeindeverwaltung eingehen. Da hat sich auch einiges verändert. Du hast mir das erzählt im Vorgespräch. Da hat es eine neue Stelle gegeben. Erzähl mal, was hat sich da in den zwei Jahren, wo du jetzt tätig bist? Ja, jetzt vielleicht nicht in diesen zwei Jahren, aber es ist mir auch in diesen zwei Jahren bewusst worden, wie gross so eine Verwaltung ist. Also wir haben jetzt in Zevelen 280 Angestellte, also wo auf der Payroll sind. Dann kommen noch Kommissionsmitglieder dazu, wo auch 40 bis 50 Personen sind. Und dann als Gemeindepräsident hat man ja meistens noch Funktionen in anderen Zweckverbänden und so weiter. Also ich habe jetzt zum Beispiel die Funktion als Präsident vom Verein von der Sozialen Dienst Werdenberg. Das sind auch noch mal 44 Mitarbeitende. Also, es ist ein grosser Betrieb. Oder? Das ist ein riesiger Betrieb. Ja, genau. Aber 280 kommen wir noch drauf. Was ist das alles, 180? Das ist ja also anfangen tut es in der Kernverwaltung, Bauverwaltung, Finanzamt und so weiter. Also das, was man so kennt von der Gemeinde. Dann in Sevelen gehört auch noch CW zu der Gemeinde.
Und auch die Schule, wir sind ja eine Einheitsgemeinde, die Schule gehört auch zum Gemeindewesen. Denn wir haben eine Kinderbetreuung haben wir noch. Und was jetzt ja auch, dadurch, dass wir jetzt grösser geworden sind, von 28 auf 44 Betten ausgeweitet haben, ist das Pflege- und das Betreuungszentrum. Dort sind auch über 50, also 50 Festangestellte. Ja. Mhm. Ja. Ja, genau. Du bist eigentlich ein politischer Durchstarter sozusagen. Du bist jetzt zwei Jahre, davor ein Jahr im Gemeinderat, also nicht genau, so lange dabei. Genau. Du bist seit fünf Jahren in Sebelen wohnhaft. Alles ein bisschen neu für dich. Das ist richtig. Wie gut hast du schon eingelebt? Wie stark bist du schon Sebeler? Eigentlich, das ist noch interessant, wo wir auf Sebeler gezogen sind. Von Anfang an haben wir dort wohlgefühlt. Ich war dort daheim. Vielleicht ist es auch aufgewachsen, bin ich nur ein Dorf südlicher. Also ich bin in der Weite aufgewachsen. Und so von dem her, es hat auch viele Schulkollegen, die auch den Schritt gemacht haben, von Sebeler Weite auf Sevel, also von dem her, habe ich keine. Und auch die Art, der Menschenschlag dort. Ich gehöre auch zu ihnen. Also ich bin auch einer aus dem Rheintal da. Was ist denn so ein richtiger Sevel? Ich glaube, also eine gewisse Schollenverbundenheit. Ja. Also wir sind nach bei der Natur. Und auch vielleicht eine gewisse Skepsis gegen die Obrigkeit. Also man macht nicht einfach alles mit, was von oben. Und das spürst du jetzt auch ein bisschen auf die positive Seite? Ja, ich denke, das denke ich auch in dieser ganzen Thematik, wo wir die letzten zwei Jahre hatten, Corona, also habe ich das schon auch gemerkt. Also man hätte können, Du bist parteilos. Richtig, ja. Inwiefern spürst du das? Ich meine, in der Politik ist das immer ein bisschen schwierig, oder nicht? Oder ist das nicht so relevant? Ich denke, in einem Exekutivamt, also so als Gemeindepräsident, ist Parteilosigkeit kein Problem. Eher noch, ich würde sagen, eher noch von Vorteil. Man kann in alle Parteien rein, Kontakt pflegen und auch die Thematiken abholen und dann einen Kompromiss finden. Was ich hingegen in der Parlamentarieraufgabe, also dort muss man quasi die Linie von einer Partei vertreten. Aber ich finde, in einer Exekutive ist das unproblematisch. Und ich habe keine Berührungsängste. Ich kann mit anderen Parteien Themen führen, aber ich habe meine eigene Linie. Also dort, das ist ja wichtig. Ja, genau. Also dort werde ich nicht davon abrücken. Ja. Nur einfach zum jemandem gefallen. Jetzt schauen wir einen Schritt voraus, oder? Strategie Sevela für die nächsten paar Jahre. Was sind so deine Bausteine, die du im Kopf hast? Also was sicher ein wichtiger Punkt ist, und das ist auch zusammen mit der ganzen Ortsplanungsrevision. Wir werden keine größere Industrie oder Gewerbe oder Dienstleistungsunternehmen mehr können ansiedeln. Das geht nicht, weil das ist einfach von der ganzen Raumplanung her so gestaltet. Also wir müssen eine attraktive Gemeinde werden für Bewohnende, für Einwohner, für unsere Einwohner. Das ist unser Plus. Dort können wir uns abheben. Also darum ist eben so drei Könige Areal zu dem Dorfplatz entwickeln, hat darum einen wichtigen Aspekt. Wenn wir so ein Zentrum entwickeln, werden wir attraktiv für Zuzüger oder für die Bewohnenden, die in Sevelen wohnen. Und das ist das quasi Strategie, also private Leute anzuziehen, genau, die Familien, die dann auf Sevelen kommen, wohnen? Ja, und genau auch die Ämterinfrastruktur. Wir haben bewusst eine starke Kinderbetreuung, um das zu fördern, dass man sagt, okay, ich ziehe auf Sevelen, weil wir hier so eine gute Kibe haben, oder weil wir hier eine attraktive Schule haben mit einer starken Schulleitung, mit einer starken Schulführung und so weiter. Ja, genau, das ist das Ziel. Oder auch im Alter, also das neu gebaute Pflegeheim ist auch so ein Punkt. Oder? Wir haben ein attraktives Zentrum gebaut für älter werdende Leute, die dann gerne in Sevelen bleiben oder sogar auf Sevelen ziehen. Auch noch im Alter. Genau. Spannend, wir bleiben dran. Wir sind schon fast am Schluss, Edi. Wie gewohnt habe ich noch ein paar Fragen von dir, respektive Sätze, die ich dich bitte, darum, die zu vollständigen. Die Hoffnung als Gemeindepräsident stirbt bei mir zuletzt? An Vernunft der Bevölkerung. Sehr gut. Auf das freue ich mich jeden Morgen, wenn ich ins Büro gehe. Auf den ersten Kaffee mit meiner Ratsschreiberin. Und die allerletzte Frage. Freunde sagen über mich? Manchmal sehen sie es lieber. Schon? Ja. Wieso?
Ja, vielleicht komme ich so über. Aber wenn man mich näher kennenlernt, ich kann schon auch gastig und postig sein, wenn es notwendig ist. Aber ich versuche es zu vermeiden. Das gehört dazu. Ja. Vielen Dank, bist du da gewesen, Eri. Sehr sympathisch und tolle Einblick in dein Leben und als Gemeindepräsident. Und mach's gut und viel, viel Glück in deinem Job weiterhin. Okay, besten Dank, Reto, dir auch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Danke vielmals. Ja, das war es für heute und ich wünsche euch weiterhin viel Spass. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. We'll be right back.